Wir leben in Deutschland seit über 7 Jahrzehnten in Frieden. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber eine Generation sind 30 Jahre. Also deine und meine Generation, wir kennen eigentlich nur Frieden. Und wenn wir das zurückrechnen, sogar die Generation unserer Eltern, sie kennt hier in Deutschland nur Frieden. Unsere Großeltern, die können uns wahrscheinlich was anderes erzählen, aber für uns ist Frieden natürlich, eigentlich fast selbstverständlich. Und trotzdem erleben auch wir in dieser Generation, in dieser Zeit, dass in ganz schön naher Ferne Frieden nicht so selbstverständlich ist, dass Frieden zerbrechlich ist. Das sehen wir in der Ukraine, aber das sehen wir auch sonst wo. Gott verspricht uns seinen Frieden unabhängig der Umstände. Aber was bedeutet das? Was meint das? Wie sieht das aus, wenn im Haus neben dir eine Bombe einschlägt? Wie sieht das aus, wenn du mit 10 Jahren ans Gewehr gestellt wirst? Wie sieht das dann aus, dass Gott dir Frieden verspricht? Wir haben heute Abend 2 Gäste, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Und ich würde dich einfach bitten, hab Respekt und hab Wertschätzung und hör die nächsten Minuten zu. Marina Gnatyshina und Innocent Ovonia. Marina, Innocent, danke, dass ihr da seid. Nicht wundern, beide haben einen Übersetzer mit dabei. Marina, du kommst aus Kiew. Und am 24. Februar in diesem Jahr ist über deine Heimat, über einen Ort, an dem auch du nur Frieden kanntest, Krieg gebrochen. Und dieser Frieden ist auf einmal in weite Ferne gerückt. Kannst du uns erzählen von diesem Moment, an dem sich alles verändert hat? When you think about the war, the word itself, the war contains so much evil. Also wenn man an Krieg denkt, dann ist allein dieses Wort so gefüllt mit viel Bösen. It contains all of the worst experiences or imagination that you can have. Das ist voll der allerschlimmsten Dinge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. It is rapings. It is killing of your fellow people, of your family. Vergewaltigung oder dass deine Familie oder die Leute, die du so liebst, sterben. It is when your house is bombed and you never know if you will be able to restore it. Es ist zum Beispiel, dass dein Haus auf einmal kaputt ist und du weißt nicht, ob du das jemals wieder aufbauen kannst. So just 24th of February, when I woke up in the middle of night of the explosion in the town. Also am 24. Februar bin ich aufgewacht von der Explosion in der Mitte der Stadt Kiew. I realized the war started. Und da ist mir dann aufgefallen, der Krieg hat begonnen. And it was the most horrible thing and experience and feeling I could ever imagine. Das war das schlimmste Gefühl, was ich mir je hätte vorstellen können. But later on, after more other days, I would experience the depths of evil even more. Aber später, nach einigen Tagen, habe ich die Tiefe des Bösen noch viel stärker verstanden. So that was the experience of war that I had. Also das ist so die Erfahrung des Kriegs, die ich hatte. Und in diesem Moment, in dieser Situation, als gläubige Person zu sagen, aber Gott hat Frieden versprochen. Gott bringt Frieden. Was macht das, wenn du in Anbetracht von Krieg dir die Frage stellst, Gott, wo bist du und wo ist dein Frieden? I think during the war there are 2 kinds of pieces. Also während des Kriegs gibt es 2 Arten von Frieden. So I think even Christians would not have, they don't have peace during the war. During the atrocities that we experience. Also auch Christen haben natürlich nicht Frieden während des Krieges, während all der schlimmen Dinge, die wir da erleben. And it is sometimes fine not to have peace because not having peace means that you need to save your life.
Und das ist auch genau richtig, dass man da keinen Frieden hat, weil keinen Frieden haben bedeutet in dem Moment, du musst dich retten, du musst dein Leben retten. But another peace is the peace that Jesus was talking about when he was resurrecting. Aber es gibt eine andere Art von Frieden, die Art von Frieden, über die Jesus gesprochen hat, als er auferstanden ist. This is the insurance that the Holy Spirit is present at the moment with us, with Christians, with people, the whole world. Und das ist die Gewissheit, dass Jesus da ist, dass er mit den Christen ist, dass sein Heiliger Geist da ist. And the hope that if you die, you will be with Jesus. Und dass auch wenn du stirbst, du bei Jesus sein wirst. And the life that is here, it continues in heaven. Das Leben, was wir hier leben, das wird im Himmel weitergehen. With Jesus. Bei Jesus. I would like to share one story. Ich würde gerne eine Geschichte mit euch teilen. So, there was one woman, her name was Vera. Da gab es eine Frau, ihr Name ist Vera. So, in Kyiv region, there were atrocities and horrible things that Russian soldiers did to civilians. In der Region von Kyiv gab es ganz, ganz schreckliche Sachen, die russische Soldaten den Menschen angetan haben. So she decided to take her two kids and go to another city called Irpin. Und sie hat sich entschieden, davon ihre zwei Kinder mitzunehmen aus der Stadt Bucha und nach Irpin zu gehen, eine andere Stadt. They decided to go at night, and as they were walking to get to Ukrainian army, they were worshiping and praying. Und sie haben sich entschieden, in der Nacht zu gehen. Und als sie dann so dahin gegangen sind, wo sie wussten, das ist ukrainisches Territorium, haben sie die ganze Nacht gebetet und gesungen. So when they get to Ukrainian soldiers, one of them asked the woman. Und als dann sie bei den Soldaten, den ukrainischen Soldaten angekommen sind, hat einer von denen gefragt, where is the fourth one, the man that was leading you? Wo ist denn der vierte, der Mann, der euch angeführt hat? And she paused, smiled and said, it was Jesus. Und sie hat innegehalten. Sie hat innegehalten und gelächelt und gesagt, das war Jesus. Marina, du hast dich bewusst dazu entschieden, in der Ukraine zu bleiben, um den Menschen dort zu helfen. Yeah, so first 2 months of war, I was staying in Ukraine and basically with my colleagues from student ministry, we were helping evacuating people from Ukraine. Ja, also die ersten 2 Monate habe ich entschieden mit all meinen Kollegen, die auch in der Studentenbewegung arbeitet, wo ich arbeite, dass wir da sind und wir haben ganz vielen Leuten geholfen zu evakuieren, also zu fliehen aus den Städten, die belagert wurden. Ja, yeah, basically it's not only me, but many Christians feel the call that they need to go and share the gospel in the midst of darkness, in the midst of war. Und das bin nicht nur ich, sondern viele Christen haben die Berufung empfunden, dass sie inmitten von all dieser Dunkelheit und inmitten des Krieges von Jesus erzählen müssen. So the graduate student that my friends, so he was studying in Ukraine, but then went to Italy to be an opera singer. Ein Freund von mir, der mit dem Studium schon fertig ist, der ist nach Italien gegangen, um da Opernsänger zu werden. So and then he came because of COVID, he came back to Ukraine and he basically stuck in Ukraine and the war started. Und wegen COVID ist er dann in die Ukraine zurückgekommen und dann ist der Krieg ausgebrochen. And he decided that he wants to take his car and evacuate people. Und er hat sich dazu entschieden, dass er sein Auto genommen hat, um Leute zu evakuieren und denen zu helfen, rauszukommen aus den Städten. So once when he was going to the dangerous area, he was under shelling. Und an einem Tag ist er in ein ganz gefährliches Gebiet gefahren und da ist er bombardiert worden. The car got 30 bullets and 5 of them was in his body. Und 30 Kugeln haben das Auto getroffen und 5 seinen Körper. So when he was delivered to the hospital and the doctor was an atheist, he said he will die. Er ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Der Arzt war ein Atheist und er hat gesagt, er wird auf jeden Fall sterben. But because Ivan, that was the name of the graduate student, and his family were praying, he survived. Aber weil Ivan
warum übersetze ich überhaupt? Also weil Ivan und seine Familie Christen sind, haben die gebetet. So, and the doctor said, if there is God who saved you, I want to believe in that God. Und dann hat der Arzt gesagt, wow, dass du gerettet wurdest, das zeigt mir, dass es Gott gibt. Ich möchte an diesen Gott glauben. And basically, Ivan said that whenever he recovers, he goes back to rescue people and share the gospel. Und Ivan hat sich dann auch gleich entschlossen, dass er gesagt hat, also wenn es mir wieder gut geht, dann werde ich auf jeden Fall wieder zurückgehen, Leute evakuieren und das Evangelium mit Menschen teilen. And so I'm going to come back to Kyiv, to Ukraine as well, because there is so much work to do. Und ich werde auch wieder nach Kyiv zurückgehen, weil es da einfach so viel Arbeit gibt. And 95% of my church, I don't know who those people are, because they are newcomers and there are not enough Christians to work with them. 95% der Leute, die jetzt in meiner Gemeinde sind, die kenne ich überhaupt nicht, weil die alle neu sind, weil da so viele neue Christen sind. Und es gibt gar nicht genug ältere Christen, die jetzt die versorgen können und denen helfen können, Jesus besser kennenzulernen. Danke, Marina, für dein Zeugnis. Danke für das, was du tust. Innocent, danke, dass auch du hier bist. Innocent, du bist 30 Jahre alt, verheiratet und du lebst in Köln. Aber dein Leben war nicht immer so, wie es jetzt war. Du kommst aus Uganda und mit 10 Jahren wurdest du von Rebellen entführt und zum Kindersoldaten gemacht. Und von jetzt auf gleich hat man dir ein Gewehr in die Hand gedrückt. Vielleicht kannst du uns von diesem Moment, von diesem Erlebnis und von dem, was dann gekommen ist, erzählen. Ja, wie geht es euch? Ja, natürlich, ich kann ein bisschen Deutsch, ich kann ein bisschen, nur ein bisschen, aber ich würde gerne... Yeah, when I was born in Uganda, like she said, and like any other child, when you are born, you have your family, your parents, it was a happy life. So, ich wurde in Uganda geboren, wie Jana schon sagte, und natürlich, wie das so üblich ist, man wird geboren, hat eine Familie, hat eigentlich ein schönes Leben erst einmal. But not like most of you, I was born in the middle of a fight. Aber im Gegensatz zu den meisten von euch wurde ich mitten in einem Konflikt geboren. Every single day, hearing a gunshot became a part of my life. It's either the government soldiers training or the LRA rebels coming to attack. So it was so normal for any child who grew up in Uganda. Und täglich hat man Schießereien gehört. Entweder haben die Regierungstruppen geübt oder auch die Lord's Resistance Army, also die LRA, hat dann angegriffen. Und insofern hat man jeden Tag einfach mit diesem Lärm zu kämpfen gehabt. But that normality changed when, as I turned 10, I came face to face with the reality of the war. I was abducted one night, and I was abducted alongside my father. Und als ich 10 wurde der Krieg für mich eine andere Realität, weil ich entführt worden bin, auch zusammen mit meinem Vater. Unfortunately for my father, that was his last day as well. They took him away from me. And you know, I had the feeling, the anger in me that I want to revenge the death of my father. I wanted a gun because I saw the guys who killed my father and I just wanted to get also a weapon and revenge. Und leider war das der letzte Tag im Leben meines Vaters. Sie haben ihn von mir genommen und er ist getötet worden und ab da hatte ich einen Zorn in meiner Seele. Ich wollte unbedingt seinen Tod rächen. Sobald ich eine Waffe bekomme, wollte ich seinen Tod rächen. But when we reached the rebel camps in the neighboring country in South Sudan after the trainings, we were given guns. And I can tell you that the first thing that came on my mind when I held that gun was fear. I wasn't sure how to use it, if I would mistakenly click on the wrong button, maybe at myself. So the feeling of revenge disappeared, but was replaced with fear. Wir wurden in die Ausbildungslager verschleppt nach Südsudan. Und da wurden wir ausgebildet an der Waffe. Und als ich dann das erste Mal die Waffe in die Hand bekommen habe, habe ich dann aber Furcht gespürt, weil ich Angst hatte, sie vielleicht falsch zu bedienen und vielleicht auch noch mir selber weh zu tun, anstatt jemandem anderen.
But I had to survive. And by survival is to follow the commands that you are given on a daily basis. Aber ich musste überleben. Und überleben in dieser Situation hieß, blind allen Befehlen zu befolgen, die man bekommen hat. I tried my first escape, but it didn't go so successfully. And when they caught me, I tried to run away from the camp so I could return back to northern Uganda where I was abducted. And when they caught me, I was beaten severely and both of my legs, I thought they got broken. I couldn't walk. I still have big scars on my legs, both sides. And this is just something that reminds me of the victory I went through. Mein erster Fluchtversuch ist aber gescheitert. Ich bin zwar weggerannt, man hat mich aber gefunden und wieder zurück ins Lager gebracht und dann wurde ich auch bestraft. Ich wurde dann mit Stockhieben dann auch an den Beinen auch extrem geschlagen. Die Knochen waren gebrochen und ich habe auch heute noch die Narben, die mich daran erinnern, was damals passiert ist. But you know, when I see these scars that I have, I smile sometimes because I feel like I won against them. Und wenn ich heute die Narben sehe, dann lächle ich manchmal sogar, weil ich denke, ich habe ja diese Feinde besiegt. Ich habe sie überwunden. Danke schön. On my second attempt to escape, I was successful. It's a long story, but because of time, I will not take you into the details. Mein zweiter Flucht ist mir aber geglückt. Mein zweiter Fluchtversuch. Und das ist aber eine längere Geschichte, die ich jetzt hier nicht auspacken werde. Aber das führt mich hierher, letztlich. I was rescued by the government soldiers, but even the government soldiers asked me if I wanted to continue fighting for them. Ich wurde von den Regierungssoldaten gerettet, aber dann haben die mich auch gefragt, ob ich da weiterkämpfen will, als Kindersoldat. But of course my only wish was to see my mother. Aber ich wollte einfach nur meine Mutter wiedersehen. But then they sent me to a rehabilitation center because of all the trauma using the gun and whatever I did before, so they sent me to this rehabilitation center. Dann haben sie mich in ein Reha-Zentrum gebracht, weil ich auch traumatisiert war durch den Umgang mit Waffen etc. in dem Alter. And that was the World Vision Rehabilitation Center. Und das Reha-Zentrum war von World Vision. So from there, that is the first time that I actually learned and started believing truly in God. Und da habe ich Gott kennengelernt und auch gelernt, ihn an ihn zu glauben. Thank you. You know, I come from a Christian family, and my parents taught me about God and all this, but I came face to face with reality of death. I lost a lot of friends during different fights, and then I asked myself, why am I still alive? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber dennoch bin ich ja mit der Realität des Todes ja konfrontiert worden. Und später habe ich auch viele Freunde verloren, die gestorben sind, und ich habe mich dann gefragt, warum habe ich überlebt? And then I realized God has been with me in every fight that I went through, and in every training, in whatever way, God was always by my side. Und dann habe ich realisiert. Dann habe ich realisiert, dass Gott immer bei mir gewesen war, in jeder Ausbildung, in jedem Kampf. Er war immer an meiner Seite. And I just want, I would back to my normal life. Of course, things were hard. My father was gone. He was the breadwinner for the family, but God never left us. He stood with us and opened doors for me. I got a scholarship to continue studying. Ich wollte zurück in ein normales Leben, aber unser Leben war ja nicht mehr normal. Mein Vater war ja weg, er war ja der Versorger der Familie. Und Gott hat uns aber auch da nicht im Stich gelassen. Ich habe ein Stipendium bekommen, damit ich studieren konnte. Und dann sieht man, dass Gott immer für uns gesorgt hat. Because in Uganda without education, there's no way you are going to progress. Even with education, the jobs are not available. So without it completely, there's no chance. Ohne eine Ausbildung in Uganda hast du gar keine Chance. Mit einer Ausbildung ist es trotzdem schwierig. Deswegen hing sehr viel an dieser Frage der Ausbildung dran. But luckily, I finished my education and I got an opportunity to come and do my master's degree here in Germany at the University of Siegen. I took it and I came over.
Und Gott sei Dank habe ich das Stipendium bekommen, sodass ich dann auch studieren konnte. Und deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen, um da mein Masterstudium zu beenden. In general, why I'm here today is to tell you that there are some situations you go through in life that may seem like the last minute in your life. You may think that's the end of everything, but God never forgets his children. Es gibt Situationen, in denen du denkst, das ist der letzte Augenblick, aber ich bin hier heute hierher gekommen, um euch zu sagen, dass Gott euch nicht im Stich lässt, dass er sich an dich erinnert, dass er zu euch steht. So just believe in yourself and whatever you go through is just unfortunate that actually the weapon that I used as a child soldier was made from this country, from Freiburg. And you know, when I moved here and they told me, yeah, this is the G3 gun that you use, then it became my passion as a person that I'm living here. I will encourage young people to hold their government responsible so that they know where their weapons are being exported. Why did they end up in the arm of a child? This is for me very. Die Waffe, die ich damals als Kindersoldat gehabt habe, die wurde in Deutschland hergestellt. Und das ist auch eine Botschaft, die ich mitbringe. Ich bin froh, in Deutschland zu sein, um auch hier die Regierung und auch die Menschen daran zu erinnern, dass man aufpassen soll, an wen wir unsere Waffen ausliefern. A war in Uganda. A war in Uganda, a war in Syria, a war in Ukraine. The difference is so, is more the similar, the similarity, because at the end of the day, it's children and women who bears the pain. Most of the suffering is endured by women and children, and we should all say no to war at whatever cost. Thank you. Die Unterschiede in den Kriegen sind vielleicht weniger groß als die Gemeinsamkeiten. Meistens ist es so, dass die Schwachen, insbesondere die Frauen und die Kinder, in Kriegssituationen leiden. Und darum wäre es mir am liebsten, wenn wir alle den Krieg einfach komplett ablehnen. Marina und Innocent, wir ehren euch für euer Zeugnis, für eure Geschichte und für die Stärke, die ihr darin bewiesen habt und vor allem darin, dass ihr uns zeigt, was es bedeutet, das Herz aufgerichtet zu halten auf Jesus. Und die Zeit ist lange über, aber ich möchte die eine Minute nehmen und euch einfach segnen und vielleicht könnt ihr wieder eure Hände ausstrecken nach vorne. Und wenn du selbst siehst, boah, ich habe etwas auf meinem Herzen, wo ich selbst Frieden brauche, auch wenn es nicht vergleichbar ist mit dieser Situation, dann leg doch eine Hand auf dein Herz. Vater, ich danke dir für Marina und ich danke dir für Innocent und ich danke dir, dass sie zwei Namen sind und zwei Personen, die für viele, viele, viele stehen. Für viele, die Leid erleben, die Ungerechtigkeit erleben, die Schmerz erleben. Und Papa, viele hier in diesem Raum, die erleben auch Leid und auch Schmerz in einer ganz anderen Dimension und Definition, aber genauso real für jeden Einzelnen. Und Vater, ich danke dir, dass du der Gott des Friedens bist, dass das Erste, was du gebracht hast, dein Frieden war, als du deinen Sohn gesandt hast, dass dein Herz dafür schlägt. Und ich bitte dich, dass du die Menschen hier stark machst, dass du ausrüstest, dass sie Vorbilder sich nehmen können an deinem Sohn und an Menschen, die ihm nachjagen, hinterherlaufen, die Stärke beweisen in Zeiten von Krieg, die Weichheit des Herzens behalten in Zeiten von Härte, Vater. Und wir sprechen deinen Frieden aus über unsere Herzen, über die Nationen, die uns näher sind und die, die uns ferner sind, Vater, dass dein Reich kommen möge. Und wir wollen williger Teil davon sein, dazu beizutragen, dass dein Reich kommt und dass es heute beginnt. Amen. Amen. Danke euch. Ja. Ihr müsstet noch einen Flyer bekommen haben, als ihr reingegangen seid. Oder irgendwo müssten Flyer rumliegen, ja? Super. Da findet ihr noch weitere Informationen rund um World Vision. Danke an Marina, danke an Innocent. Das waren tiefe Einblicke in echte Leben, in reale Leben. Und das kann manchmal auch enorm hart sein.
Vielleicht hast du den beiden jetzt zugehört, dass du sagst, oh, das sind so krasse Geschichten, das, was ich erlebe, das, was ich erleide, das steht gar nicht in Relation dazu. Dann will ich dir sagen, Gott nimmt es trotzdem ernst. Er sieht es, er kennt deine Geschichte.